Am gestrigen Dienstagabend hat die Stadt Stuttgart in der Schleierhalle zur Vorstellung der Bewerber für die OB-Wahl eingeladen. Die knapp 500 Zuschauer konnten sich ein Bild von den 14 Kandidaten machen, die zur Wahl am 8. November antreten. Wir zeigen kurze Ausschnitte aus den 14 Reden. In den kommenden 8 Jahren treffen wir als Stadt viele Entscheidungen, die weit in die Zukunft reichen. Die nicht nur das kommende Jahrzehnt, sondern die 20, 30 Jahre danach mitbestimmen werden. Aber wir müssen uns heute schon entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Wollen wir eine Stadt sein, in der die Stützen unserer Gesellschaft, die Pflegekräfte, die Polizistinnen, die Feuerwehrmänner jeden Morgen nach Stuttgart einpendeln, weil sie sich hier keine Wohnung mehr leisten können? Oder wollen wir eine Stadt sein, die Platz für jeden und jede hat? Wollen wir eine Stadt sein, die weiter in Stau und Feinstaub erstickt und die sich über Verkehrsfragen entzweit? Oder wollen wir eine Stadt sein, die sich auf den Weg macht zur Modellstadt für mehr nachhaltige Mobilität? Wollen wir eine Stadt sein, in der die Werkshallen das Zeichen ehemals wirtschaftlichen Erfolgs sind? Oder wollen wir eine Stadt sein, die gemeinsam ihre Schlüsselindustrie neu erfindet und Zukunftsbranchen ansiedelt? Wollen wir also eine Stadt sein, die eben immer weiter so verharrt, oder eine Stadt, die gemeinsam den Aufbruch in eine neue Zeit wagt? Ja, wer, wenn nicht Stuttgart, könnte am 8. November diese Gelegenheit für einen Neustart nutzen? Das geht aber nicht nur mit kleinen Kurskorrekturen oder mit einem Facelifting für das Image der Stadt, sondern dafür braucht es Mut für echte Veränderungen. Diesen Neuanfang will ich gemeinsam mit Ihnen wagen. Die Zeit der Mobilität ist nicht abgelaufen. Die Zeit für moderne Mobilität beginnt jetzt. Mobilität macht uns seit über 100 Jahren erfolgreich. Und wenn wir jetzt die Mobilität der Zukunft richtig angehen, werden wir auch in den nächsten 100 Jahren erfolgreich sein. Und wenn nicht uns, soll es gelingen, moderne, vernetzte und zukunftsweisende Mobilität auf die Beine zu stellen, gemeinsam mit allen Akteuren und gemeinsam mit allen Verkehrsträgern. Für den Verkehr in unserer Stadt muss deswegen ein ganzheitliches Verkehrskonzept unser Ziel sein, das nicht auf einzelne Verkehrsmittel verengt ist. Wir brauchen Mobilität für alle, für den ÖPNV, für das Fahrrad, für die Fußgänger und für das Auto. Das Auto wird in den Innenstädten deutscher Großstädte, auch in der Stuttgarter Innenstadt, an Bedeutung verlieren, aber es wird für eine vitale Innenstadt Bedeutung behalten. Ich will nicht die autogerechte Innenstadt der Vergangenheit, die alles dem Auto untergeordnet hat, aber ich will auch keine autofreie Innenstadt. Vielmehr ist die menschengerechte Innenstadt der Zukunft mit dem Auto der Zukunft der richtige Weg, der Weg mit Maß und Mittel. Das Thema Umweltschutz ist mir auch sehr wichtig. Artenvielfalt, Biodiversität müssen wir erhalten hier in Stuttgart. Nicht hunderte Millionen Euro ausgeben für ideologiegetriebene Klimaschutzziele hier in der Stadt, denn wir können von Stuttgart aus nicht die Erderwärmung aufhalten, das Weltklima retten, aber wohl können wir was tun für das Mikroklima, für die Menschen, für die Bürger hier in unserer Stadt. Schließlich müssen wir die Innovationskraft der Bürger hier in Stuttgart freisetzen. Visionen müssen realisiert werden können. Die Start-up-Szene muss auch vom OB aktiv gefördert werden. Und es gibt viele Ideen. Ich war jetzt in den letzten Wochen sehr überrascht, wie viele Vereine, wie viele Gesellschaften. Es gibt hier Organisationen, die wunderbare Ideen für die Stadt, für die Weiterentwicklung haben, zum Beispiel die Neckarwelle. Die würde ich auch gerne als OB mitrealisieren. Kinder sind unsere Zukunft, so heißt es. Aber mal ehrlich, wer von Ihnen glaubt, dass unsere Kinder eine gute Zukunft haben? Wenn ich an Stuttgart denke und mir das weiter so, wie wir gerade Politik machen, vorstelle, wie wir bei Verkehr, bei Klima und bei Wohnen uns durchwurschteln, dann mache ich mir da Sorgen. Die Wissenschaft sagt uns, gerade beim Thema Klimagerechtigkeit sind die nächsten Jahre die entscheidenden Jahre. In meinen unzähligen Gesprächen mit Ihnen habe ich gemerkt, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Sorge des Weitersohs teilen. Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, ich kann Ihnen versichern, mit mir wird es kein Weiterso geben. Ich will gemeinsam mit Ihnen Stuttgart zur Modellstadt für Klimagerechtigkeit und das gute Leben aller machen. Ich möchte für unsere Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger Veränderungen auf den Weg bringen.
Veränderungen durch Transparenz im Rathaus und eine Politik des bürgernahen Handelns. Dies alles ist jedoch nur möglich, wenn Sie, verehrte Wählerinnen und Wähler, mit Ihren Anliegen, Sorgen und Ängsten wieder deutlich mehr bei politischen Entscheidungen berücksichtigt und eingebunden werden. Hierfür ist zwingend ein Jubiläum ohne parteipolitische Zwänge und ohne parteiideologische Gedanken notwendig. Alles andere ist das Ergebnis aus der Amtszeit des bisherigen grünen UBs, was wir in den letzten 8 Jahren leidvoll und zum Teil verzweifelnd erleben mussten. Wir müssen die Politik endlich wieder von Eitelkeit und Ideologie frei gestalten. Zur politischen Wahrheit gehört jedoch auch, dass der bisherige UB nicht alleine die negative Entwicklung in Stuttgart zu verantworten hat. Als UB hat sich dieser nicht über die politischen und ideologischen Zwänge der Parteien im Gemeinderat hinwegsetzen können und wollen. Gemeinsam sind wir stark, um hier in Stuttgart, in ganz Deutschland und auch auf der ganzen Welt etwas zu bewegen. In unserem Stuttgart wird es soziale Gerechtigkeit geben. Ich werde uneigennützig zum Wohle aller Menschen in Stuttgart handeln und für Gleichheit und Gerechtigkeit sorgen und im Zuge dessen auch mein OB-Gehalt für soziale Zwecke spenden. Für mich steht die Liebe, die Familie und der Frieden im Mittelpunkt meines Handelns. Ich möchte Stuttgart zu einer liebens- und lebenswerten, friedlichen Friedimetropole machen, wo jeder Mensch leben und überleben kann und Spaß hat und unsere Kinder eine glückliche, unbeschwerte Zukunft haben werden. Wir werden eine große Familie sein, wo jeder jedem hilft, kein Mensch mehr einsam und traurig sein muss. Mein Motto: gemeinsam statt einsam. Visionen Einzelner sind die Zukunft vieler, hier und in der Welt. Ich denke da an Gottlieb Daimler, an Robert Bosch, an Ferdinand Porsche, an den ersten Fernsehturm in der Welt. Das sind alles Marken, die uns geprägt haben, dieses hier Stuttgart zu genießen, dass es uns gut geht. Jetzt muss es weitergehen. Es muss weitergehen mit neuen Talenten, die uns die nächsten 100 oder noch mehr voranbringen. Wir brauchen Talente, Talente, die ihre Chance wahrnehmen können, die gefördert werden, damit es hier in unserem Land, in unserer Stadt vorangeht. Wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort wie Stuttgart, der muss gefördert werden, der braucht Wohnungen für seine Fachkräfte, wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen so viele Dinge hier in Stuttgart, aber das geht nur, wenn wir einfach machen. Ich bin kein Freund von denen, die sehr viel reden und nichts machen. Ich bin eigentlich eher einer, der einfach macht. Sie haben mit den Kandidaten 14-Lingen eine Riesenauswahl. Wenn Sie kritisch hinterfragen, ob die Parteipolitiker der Vergangenheit ihre Versprechungen nach der Wahl gehalten haben, dann sollten Sie diesmal erwägen, anders zu wählen als zuvor. Nur dann wird sich etwas ändern. Wählen Sie keinen Parteipolitiker, keine Redenschreiber und Dampfplauderer, sondern einen Wirtschaftsfuchs für besseres Stadtmanagement. Wenn Sie keinen Redenschreiber und keinen Parteimann wählen wollen, der noch mehr Macht will, dann wählen Sie mich. Dann machen Sie nicht schon wieder diese negative Wahlerfahrung. Wir sind mittlerweile die teuerste Großstadt in ganz Deutschland, wenn es um das Wohnen geht. Wenn Familien mit Kindern, ältere Menschen mit einer kleinen Rente, Leute mit ganz normalen Einkommen einen neuen Mietvertrag unterschreiben müssen, können sie sich diesen Mietvertrag kaum noch leisten in unserer Stadt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht einfach so hinnehmen sollten, sondern dass wir das ändern können. Natürlich mit einer aktiven Grundstückspolitik der Stadt. Natürlich, indem wir mehr gegen den Leerstand vorgehen. Und natürlich, das sage ich als ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der größten Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaft, natürlich, indem wir mehr mit den Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaften zusammenarbeiten. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir viele neue Wohnungen brauchen in unserer Stadt, wenn wir das Problem lösen wollen. Stuttgart ist eine Stadt der Freiheitskämpfe. Friedrich Schiller, der Freiheitsphilosoph, Wilhelm Georg
Friedrich Hegel, was wollen wir mehr? Die Freiheit ist in Stuttgart zu Hause. Und dieses Bauwerk, ein Tempel auf dem Monte Cervellino, wurde das fantastisch dokumentiert. Natürlich wird das erbaut auf Spenden- und Partnerschaftsbasis. Das würde der Stadt nichts kosten. Wir brauchen jetzt einen modernen OB, der eine Vision hat, der diese Vision auch verkörpert und keine Übergangslösung. Wir brauchen einen OB, der nahbar ist, der bürgernah ist, der aber auch ein Motivator ist, der sich für nichts zu schade ist und im Rathaus als Vorbild motivierend vorne weggeht. Und das darf ich an dieser Stelle auch sagen, mit diesem Team an Menschen, die im Rathaus und in der gesamten Verwaltung arbeiten, kann man viel bewegen. Da arbeiten tolle Menschen und deswegen bin ich auch an der Stelle sehr motiviert. Ich glaube, dass wir in Stuttgart drei Themen haben, die jetzt uns in der nächsten Zeit in der Zukunft beschäftigen werden. Das ist zum einen die Wirtschaft, zum anderen die Umwelt und für mich persönlich auch sehr zentral das Thema Lebensqualität. Ich werde als Oberbürgermeisterin folgende drei Punkte anpacken. Natürlich werde ich die Schulen sanieren, aber ich werde auch die Digitalisierung vorantreiben in den Schulen, denn das bedeutet mehr Chancengleichheit für die Kinder. Und die Stadtverwaltung, natürlich, damit die Anträge und die Bescheide transparenter und schneller bearbeitet werden können. Ich werde die nächsten 8 Jahre nutzen, um gemeinsam mit Ihnen Stuttgarts Beitrag zu leisten, um die Klimakrise zu stoppen. Ich werde wirklich alles daran setzen, unseren Kindern und Enkeln eine Welt zu hinterlassen, in der die Klimaerwärmung unter 1,5 Grad bleibt. Dazu gehört die Mobilität, die Stadtplanung und die Wirtschaftsförderung klimaneutral und menschenfreundlich zu gestalten. So einen städtebaulichen und ökologischen Blödsinn wie der hinter Bahnhof rund um die Stadtbibliothek, das wird es mit mir niemals geben. Ein Oberbürgermeister muss natürlich die ganze Stadt im Blick haben, vom eher dörflichen Pliningen über die Halbhöhen bis zur dicht besiedelten Innenstadt und das bei der ganzen Diversität. Den Unterschieden in den 23 Stadtbezirken wird man nur gerecht durch pluralistische Ansätze, das heißt nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Was in Stammheim richtig ist, kann im Westen falsch sein und umgekehrt. Als OB will ich den Blick auf die Situation vor Ort haben und mich mit den Betroffenen austauschen und gemeinsam mit den Betroffenen im Bezirk nach einer tragfähigen Lösung suchen. Ich will Stuttgart aufwerten, so lautet auch das Motto meiner Wahlkampagne, indem ich endlich die liegen gebliebenen Hausaufgaben wieder machen werde und nicht die unerfüllten Wohltaten hier im Wahlverlauf verspreche. Wer hätte zum Beispiel auch vor 8 Jahren geahnt, dass Corona sowieso einigen einen Strich durch die Rechnung macht. Es gehört zum Beispiel dazu, den Sanierungsstau aufzulösen. Schulen hatten wir gehört, andere Dinge sind auch im Argen. Die trockenen Brunnen wieder sprudeln zu lassen, den Personalmangel zu lindern, damit keine Bürgerbüros mehr geschlossen sein müssen, das Drama bei der Kfz-Zulassungsstelle beenden, ein paar öffentliche Toiletten, damit auch die Aufenthaltsqualität gesteigert wird, den Stadtwald nicht abholzen, weil auf die Millionen können wir bei jährlich 200 Millionen Überschuss die letzten 10 Jahre verzichten. Und noch einiges mehr, vor allem auch die Fehlerkultur im Rathaus ändern, nämlich dass endlich wieder was entschieden werden kann im Rathaus, anstatt nur verhindert, damit man sich auch traut, Entscheidungen zu fällen. Und was möchte ich konkret als Oberbürgermeister erreichen? Transparente Kommunikation in der Corona-Pandemie, schwere Erkrankte, Todesfälle und der Lage in den Krankenhäusern und basierend darauf die sofortige Beendigung der Einschränkungen der Grundrechte, insbesondere Berufsverbote, Freizügigkeit, Maskenpflicht, kommunale Infrastruktur zurück in die städtische Hand, insbesondere die Wasserversorgung, Bürgerentscheide und Bürgerdialoge für mehr Eigenverantwortung. Und bei Stuttgart 21 und beim Dieselfahrverbot bin ich mir nach der verzerrten Berichterstattung über unsere Demonstrationen nicht ganz sicher, ob dort alles neutral berichtet wurde. Als Oberbürgermeister werde ich kritische Fragen stellen und die Ergebnisse transparent kommunizieren. Die hohen Arbeitslosenzahlen und die sinkenden Steuereinnahmen werden eine Herausforderung. Das darf nicht auf dem Rücken der sozial Schwachen ausgetragen werden.
Die Kandidaten hatten insgesamt 8 Minuten Redezeit zugeteilt bekommen. Die Sitzung wurde von Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Martin Scheirer in gewohnt souveräner Weise geleitet. Und wie war die Erfahrung für die OB-Kandidaten, auf einer Bühne zu sprechen, wo sonst Rockstars auftreten? Ich finde, es hat großen Spaß gemacht, gerade als Erster den Abend zu eröffnen, und finde es insgesamt auch gut, dass die Veranstaltung stattfinden kann, auch mit Zuschauern und Zuschauern, weil es doch eine ganz andere Atmosphäre ist und ich konnte meine wesentlichen Punkte rüberbringen und kommunizieren. Ich finde es toll, dass es so eine Veranstaltung gibt, weil jetzt können sich die Bürgerinnen und Bürger über alle 14 Kandidaten wirklich mal ein eigenes Bild machen, und deswegen glaube ich, lohnt sich, solche großen, tollen Veranstaltungen zu machen. Der erste Wahlgang findet am Sonntag, den 8. November statt. Sollte hier kein Kandidat über die 50%-Marke kommen, findet eine Neuwahl am 29. November statt.